Fantastic. Guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu einer Runde Clash of Clans. Heute mal endlich mal wieder mit Facecam. Haare immer noch nicht gemacht. Deswegen habe ich jetzt noch die Kapuze auf. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und wir wollen uns einfach mal ja, ein bisschen, ich würde sagen, Power-Boost-Farmen machen diese Zeit. Ja, durch die Wartungsarbeiten, die ja, glaube ich, heute, morgen und übermorgen kommen werden, oder beziehungsweise heute schon gekommen sind, ist es jetzt möglich für einen Gem das Ding zu boosten. Ja, alles Kasernen und so weiter. Im Hintergrund habe ich übrigens noch ein bisschen K391. Eine Stunde Supermix am Laufen oder so. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und würde ich sagen, Leute, wir fangen jetzt mal sofort an mit Angreifen. Hab jetzt hier auch noch ein, zwei Angriffe mal angefordert, ein paar gute. Wenn meine dann zu schlecht sein sollten. Ich habe jetzt auch ein bisschen wieder zusammengefarmt. Also es fehlt noch ungefähr 1 Million. Fehlt noch bis zum Bohrer auf Level 6. Und noch 1 Million fehlt auch noch circa für die letzte Luftabwehr. Nicht die letzte Luftabwehr. Luftabwehr Nummer 3 von 4, so. Und wir haben übrigens einen neuen Clankrieg angefangen. Und ja, das ist etwas spezieller diesmal. Und das werde ich euch gleich mal erläutern, was es damit genau auf sich hat. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Ich habe übrigens einen Sprungzauber mal fertig gemacht. Habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Meine Königin ist noch im Ausbau. Meine Lakaien sind in 4 Stunden auf Level 4 und so weiter. Also es hat sich doch einiges getan. Habe jetzt mal irgendwie 1 oder 2 Tage nicht aufgenommen. Ich hatte letztes Mal vorproduziert und ja. So ist das. Heute 15 Uhr kann ich euch auch sagen, kommt das ganz große Projekt mit Kollege Don John. Wir sind sehr gespannt, wie es bei euch ankommen wird. Wir sind schon wirklich, wir sitzen schon auf heißen Kohlen und sind ganz in freudiger Erwartung eurer Kommentare und eures Feedbacks. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal reinschalten würdet. Ist wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist ja wirklich fast schon für jeden was. Aber selbst wenn ihr das ominöse Spiel nicht mögt, ja, trotzdem alleine schon. Wir unterhalten uns ganz lustig über alles und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken und dann uns vielleicht mit einem Daumen hoch und einem lustigen Kommentar mal ein bisschen Feedback geben. Ja, so ist das auf jeden Fall. Plunder Pirates kommt wahrscheinlich morgen erst wieder, weil ich einfach keine Zeit habe momentan. Ich spiele es ab und zu schon, aber ich habe einfach momentan, glaube ich, nicht so die Zeit, es noch aufzunehmen. Morgen 18 Uhr kommt auch die nächste What the Fuck Base Compilation, die ich mal zusammengeschnippelt habe. Das geht wirklich schnell. Also auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Fotos. Da brauche ich dann so, weiß ich nicht, da brauche ich 5 Minuten für, um die mal eben zusammenzuschneiden. Das ist also jetzt nicht der Rede wert. Ich freue mich natürlich trotzdem immer, wenn ihr mir die Bilder schickt und könnt ihr auch weiterhin machen. Am besten bei Facebook das Ganze. Sind wirklich einige Bilder zusammengekommen, über die ich mich auch sehr freue. Während wir jetzt hier einen Gegner suchen. Ich bin momentan in Gold 3 und ich finde einfach nichts mal wieder. Es ist einfach mal wieder so komisch. Ah, nächste Woche noch kann ich noch sagen, ich kann es ja schon mal ganz kurz erläutern. Also das Projekt mit dem guten Don wird kommen heute 15 Uhr. Dann gibt es die zweite Folge davon am Montag um 15 Uhr auf seinem Kanal. Die dritte Folge Dienstag 15 Uhr bei mir und dann halt immer abwechselnd. Immer auf dem jeweils anderen Kanal, dann immer die nächste Folge. Und nächste Woche wollte ich auch mal wieder, wenn es die Zeit zulässt, mit dem guten Dark Hunter und mit Matthias und so eine Runde Funrun aufnehmen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Könnt ihr dann natürlich auch gerne mitspielen, wenn ihr das wollt. Ach komm, jetzt nehmen wir zumindest schon mal das... Rathaus mit, ey. Sind so langsam, irgendwie ist das jetzt zu blöd. Irgendwie müsste man eigentlich auch noch ein bisschen warten. Den Boost gibt es ja noch nicht lange. Und normalerweise dauert es halt immer so, ich würde mal sagen, so 2-3 Stunden, bis die Minen und Sammler dann mal so ein bisschen voll sind bei den Leuten, die geboostet haben. Also quasi die Leute boosten, sind dann offline und dann in der Zeit, wo sie weg sind, ist dann halt alles voll, ne? Ihr kennt es. Aber irgendwie haben wir jetzt das Glück noch nicht gehabt. Ich baue jetzt mal eben noch ein paar Mauerbrecher aus. Und ein paar Riesen. Boah, es ist so ultra schwäch. Ich komme einfach nicht an Elixier ran. Ich nehme einfach so das Dunkle, nehme ich mal so nebenbei mit, das Gold nehme ich nebenbei mit. Aber das Elixier, ich kriege einfach kein Elixier zusammen, das ist unglaublich. Ich wollte es wahrscheinlich auch beide Folgen für heute direkt am Stück aufnehmen. Weil ich heute Nachmittag auch noch weg muss. Aber das werden wir schon hinkriegen durch die Boost. Ich habe auch noch ein paar Juwelen übrig, da werden wir auf jeden Fall uns noch was einfallen lassen, um gleich noch, vor allem gleich noch den zweiten Angriff noch richtig geil zu machen. Ich habe mir da schon was überlegt. Aber wobei, da muss ich das ja jetzt schon quasi vorbereiten. So schlau muss ich natürlich sein. Das müssen wir jetzt schon vorbereiten, was wir gleich machen wollen. Ich würde sagen, wir machen gleich mal noch einen richtig coolen Angriff, aber mit was? Mal überlegen. Ich frage einfach mal hier rein. Mit was soll ich angreifen? So, warte mal. Ach, Mauerbrecher. Mauerbrecher müssen weg. Heute ist auch Derby, ne? Das gucke ich nämlich gleich. Das große Fußball
Derby, das große Revier-Derby, Schalke 04 gegen Borussia Dortmund. Ich weiß nicht, ob es einige von euch auch gucken werden. Ich gucke es hier mit einem Kollegen, mit Markus, hier aus meinem Clan, gucke ich das auf Sky. Wird bestimmt ganz lustig. Go, Wee-Wee. Bitte nix Dunkles. Dunkles kann ich dann machen, wenn ich meine Lakaien mal auf 4 hab. Drachen? Wollen wir wieder Drachen machen? Na gut, dann machen wir mal Drachen. Dann machen wir mal Drachen. Dann boosten wir mal hier drei. Ich würde sagen, drei Kasernen sollten auf jeden Fall reichen dafür. Ja, dann müsste auf jeden Fall reichen. Only Kobold. Ach, scheiße, habe ich schon die Drachen gemacht. Ja, ich würde sagen, wir machen erst. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben noch Zeit heute. Ich mache gleich. Es wird alles mal rankommen. Ich muss jetzt aber erstmal hier einen Gegner finden. Das regt mich gerade so ein bisschen auf, dass ich keinen Gegner finde. Ach man. Matthias war übrigens ganz traurig, hat er mir erzählt. Er hat irgendwie mitbekommen, dass Pizmeet so ein Minecraft-Event macht. Und dann wurde er nicht eingeladen. Habe ich so gesagt, Matthias, wie viele Minecraft-Videos hast du denn auf unserem Kanal schon gesehen? Er hat so gesagt, aber da waren doch auch. Nein, da waren doch auch Kanäle mit so 5000 Abonnenten, die mitmachen durften. Ich so, Alter, Matthias, ich habe keinen Bock auf Minecraft. Ich will hier kein Minecraft spielen bei uns. Warum geheult? Oh, Matthias, ey. Alter, was ist das für eine Base? Wollt ihr mich verarschen? Das ist eine What the fuck Base, oder? Ich find doch absolut keinen Gegner, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit die Bässe im Hintergrund mein Ohr dran verlieren. Komm, wir nehmen ihn jetzt mal hier. So langsam geht's mir nämlich echt auch um Schniepel, dass ich keinen Gegner finde. Mal gucken, ob er jetzt hier was in der Clanburg hat. Natürlich nicht. Die gute alte Taktik. Ich versuche jetzt irgendwie gleich in die Mitte zu kommen. Und versuche jetzt erstmal von außen mal mit den Barbaren hier schon ein bisschen wegzumachen. Mal ein paar Bogen schon mal hinterher zu setzen. Die Außengebäude müssen jetzt mal so halbwegs weg. Dann muss gleich leider mein König hier halten, denke ich mal. Oder je nachdem, was ich noch in der Clanburg habe. So. Das war Stufe 1. Jetzt kommt auf jeden Fall noch Stufe 2 hinterher. Komm jetzt. Jetzt kommt Stufe 2. Ich habe aber leider nicht mehr so viel Truppen, das ist das Problem. So, König hinterher. Komm, jetzt muss ich den Jumpspin mal irgendwie gleich. Nein, komm, hüpf rüber. Hüpft. Hüpft doch. Na endlich, wenigstens mal ein paar sind drüber gehüpft. Naja, immerhin. Hoffentlich ist der Magierturm jetzt nicht zu krass. Aber es wird noch halbwegs hinhauen, denke ich mal. Jetzt kann ich sie auch mal hinterher schicken noch. Ah, die fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie sind denn meine... Die letzten Barbaren fragen sich jetzt wahrscheinlich, wie sind denn unsere Kollegen da reingekommen? Die Mauer ist ja noch heile. Dann so, jetzt muss ich nur gleich dran denken, dass ich aufgebe, bevor mein König so ganz fratze ist. Schnell. Okay. Oh, das war sogar knapp. Er hat gerade noch das Rathaus mitgenommen. Ja, war ganz okay. Tipp mal eher für ein Video, ja. Für Video. Die Drachen sind auch in der Ausbildung, das ist schon mal nicht schlecht. Können wir dann gleich noch benutzen. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt mal eben noch ein, zwei Angriffe an, auf jeden Fall. Und ich... Komm, wir pushen die auch noch. Jetzt habe ich aber zu viele Drachen. Hier brauche ich ja nur zwei. Und wir gucken uns mal eben noch ein, zwei Angriffe an. So, wen hatte ich denn noch hier gehabt? Wen hatte ich denn hier noch? Heroin Hero. Habe ich gestern übrigens noch bei South Park gesehen. Wo du so einen Drache da so hinterherjagen musst. Oh, eine Watzelfuck-Base. Ich hab schon komplett rausgezoomt. Und es ist einfach immer noch da. Inferno hat er schon auf Multi gestellt. Die X-Bögen hat er auf Boden gestellt. Na, okay. Kommt er da an mit seinen Level 5 Truppen und raubt ihm trotzdem das ganze Gold wahrscheinlich. Ich hole mal ein bisschen vor. Oh, jetzt kommt der Inferno an, aber ist ja auch egal. Er hat ja das schon geraubt. So, jetzt wird er wahrscheinlich das auf der anderen Seite auch noch versuchen. Yep. Da ist das gleiche Spiel. 247.000 Gold sind noch im Jackpot. Jetzt kommen die Leute da rein. Das ist natürlich auch geil. In der Mitte das Rathaus und das Dunkle ist gut geschützt eigentlich. Aber ansonsten... Außer Spesen nichts gewesen, sag ich mal. Da ist nicht so viel los.
Mann. Ich weiß noch nicht, ob Sonntag vielleicht noch ein Livestream kommt. Auch je nachdem, wie es zeitlich passt natürlich. Würde ich mich dann freuen, wenn ihr da auf jeden Fall mal zumindest schon mal euch bereithaltet. Dann werdet ihr auch die Zeit gescheit ankündigen, weil der letzte Mal Matthias ein bisschen den Zeitplan durcheinander gebracht hat. Jetzt muss ich auch mal eben kurz vorspulen. Ja, er nutzt jetzt einen Heilzauber dafür, das ist vielleicht auch nicht ganz so dumm. Nur Königin kaputt und er schnappt sich jetzt noch das restliche Gold. 50% und dann ist der Angriff auch schon vorbei vom guten Heroin-Hero aus unserem Clan. Kann ich jetzt mal eben ganz kurz die Zeit nutzen und auf den Clan-Krieg noch eben eingehen, zum Ende dieser ersten Folge. Wir spielen nämlich gegen die Spaßfabrik, einen deutschen Clan. Ich kenne ihn nicht, aber vielleicht sind da vielleicht einige von dem Clan, die Videos gucken, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall viel zu stark. Ich weiß nicht, wie diese Gegnersuche bei Clash of Clans funktioniert. Aber die haben irgendwie 11 oder 12 Rathaus 10 und wir haben, glaube ich, 3 oder so. Also ich verstehe es nicht. Guckt es euch mal an. Die sind alle Rathaus 10. Die haben alle schon Inferno-Türme. Also bis 17 geht es. Bis 17 geht es und da muss ich dann abziehen. 1, 2, 2 Stück. Ja. Das sind dann quasi 15 Rathaus 10. Und die haben alle Inferno-Türme und es ist... Ja, ganz ehrlich, das soll das, was soll diese Scheiße, ne? Also, wie soll man so einen Gegner schlagen? Das ist doch unmöglich. Mit den ganzen Inferno-Türmen. Wir haben, glaube ich, 2 Stück oder so. 3 Rathaus 10. Also, muss man überlegen, mit Rathaus 10 hast du noch einen Zauber mehr. Du hast mehr Truppen. Du kannst die Truppen höher leveln. Also, wie diese Gegnersuche da zustande gekommen ist, das ist mir echt ein Rätsel. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir den Clan War garantiert nicht gewinnen werden. Also gut. Ah, ich muss hier noch ein bisschen pushen, ne? Oh, jetzt habe ich auch ganz schön was rausgehauen hier heute an Juwelen und so. Und an, vor allem an auch an, nein, auch an Elixier. Scheiße. Muss ich gleich auf jeden Fall mal gucken, dass wir da einen richtigen Drachen, einen richtigen Gegner finden für unsere Drachen. So, jetzt können wir uns noch eben einen Angriff angucken. Heroin Hero und. Ah ja, stimmt, den von Werder. Oh, der Klassiker. Mine- und Sammlerparty. Alles schön da reingemacht. Oh, ich muss ein bisschen langsamer machen. Ist aber gar nicht mal lang der Angriff, weil einfach alles in den Minen und Sammlern drin war. Das geht dann relativ schnell. Oh, ich bin so unmusikalisch. Ist unglaublich. Trotzdem bewege ich mich zum Takt der Musik, Mami. Okay, würde sagen, wir sind auch am Ende der ersten Folge. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut. Lass die Drachen mal eben sich ausbilden. Und wir sehen uns dann um 17 Uhr wieder. Denkt dran, 15 Uhr das Projekt mit Don. Und ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.